Auslandskorrespondentin des Jahres, Marie Cope. Wo haben Sie die Augenklappe her, Marie? Na, von der Schatzinsel. Ich brauche Fotografen. Bist du gut? Der Beste. Das geht mir nicht aus dem Kopf. Ich würde dich eine Pussy nennen, aber Pussys sind verdammt hart drauf. Krieg ist für Regierungen nicht so schrecklich. Sie werden nicht verwundet oder getötet wie normale Leute. Wir müssen das Wesentliche erzählen. Wenn wir das nicht schaffen, dann helfen wir überhaupt nicht. Also sind Sie bereit, Ihr Land in den Bürgerkrieg zu führen? Was ist passiert? Granatenangriff! Wenn dich Regierungstruppen erwischen, töten sie dich. Ich habe jede Nacht Albträume. Du hast mehr Kriege erlebt als die meisten Soldaten. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Ich hasse es, in Kriegsgebieten zu sein. Aber ich fühle mich auch gezwungen, es mit eigenen Augen zu sehen. Weil du süchtig danach bist. Wenn du das Telefon benutzt, wissen die Drohnen, wo wir sind. Wir haben keine Zeit mehr! Niemand bei klarem Verstand würde tun, was du tust. Sie sollte da schleunigst raus. Ich muss wieder zurück. Wir werden verdammt nochmal sterben, wenn wir nicht abhauen. Ich will, dass die Welt ihre Geschichte erfährt. Du hast von Gott das Talent, Menschen dazu zu bewegen, dass sie helfen. Noch am Leben zu sein. Ich sehe es, damit du es nicht sehen musst. Gibst du deine Überzeugung? Welche Hoffnung bleibt uns anderen dann noch? Vielleicht hätte ich einfach ein normaleres Leben führen sollen. Aber vielleicht wüsste ich auch gar nicht, wie das geht.